Ein weiteres der 10 Volksbank Tenniscamps ging kürzlich in Amstetten über die Bühne. Es hat sich in den letzten Jahren einiges verändert, was im Prinzip die Jugendarbeit betrifft in Österreich. Wenn man jetzt vergleicht mit dem Skispringen oder mit dem Fußballspielen, ist es immer wieder so, dass man da die Kinder mit einbindet. Und genauso versuchen wir jetzt im Tennis das genauso zu gestalten. Es gibt da verschiedene Arten von Plätzen, von Bällen, wo man so versucht, wirklich den Kindern dann auch das sehr, sehr gut beizubringen. Das heißt also, die Kinder spielen nicht sofort auf dem großen Platz mit den härteren Bällen, sondern die haben die Möglichkeit, dass sie auf einem kleineren Court einmal beginnen, auf einem kleineren Platz mit weicheren Bällen. Und somit ist es natürlich um einiges einfacher, auch den Kindern das Tennisspielen beizubringen. Dass es den Kids gefallen hat, war schon von Weitem zu erkennen. Auch wenn es bei der Hitze nicht einfach war, hatten sie Riesenspaß dabei zu sein. Naja, es taugt mir einfach. Wir lernen viel, am Ende kriegen wir Urkunden, wir machen Turniere. Also es macht einfach Spaß. Weil mir das einfach Spaß macht, Tennis zu spielen. Und weil ich die Trainer sehr nett finde. Was hast du jetzt alles schon gelernt in der Woche? Ich habe recht gut Volley gelernt und die Rückhand kann ich jetzt besser und die Vorhand kann ich auch besser. Volley, Aufschlag, Vorhand, Rückhand, also alle möglichen Sachen. Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Volley. Und das wurde geübt und geübt und geübt mit den Trainern der Tennisakademie, die auch abseits der Tenniscamps stark auf Jugendarbeit setzt. Es ist so, dass wir natürlich auch im Breitensport sehr, sehr engagiert sind. Es gibt da Partnervereine, wo wir die Jugendarbeit sehr, sehr stark fördern und immer wieder da eigentlich sehr, sehr gute Spieler hervorbringen. Als Abschluss der Volksbank Tenniscamps gab es natürlich eine große Siegerehrung mit zahlreichen Preisen für die jungen Tennisasse.